Flauschig, noch etwas tollpatschig und zuckersüß. Das sind die jüngsten Bewohner des Tierparks Hellerbrunn. Seit Anfang Mai sind bereits schon 7 Flamingo-Küken geschlüpft und es sollen noch einige folgen. Namen gibt es noch nicht, wird es auch nicht geben, weil da ist dann die Anzahl der Tiere doch zu groß. Und sie, es gibt im Moment schon 7 Küken. Aber wir warten noch auf viel mehr, denn es sind noch ungefähr 20 Eier auf den Hügeln zu sehen. Und jetzt in den nächsten Tagen werden nahezu täglich welche schlüpfen. Doch irgendwas fehlt noch bei dem Flamingo-Nachwuchs. Ach ja, die bunte Farbe. Und die kommt erst nach gewisser Zeit ins Federkleid der Kleinen. Die Farbe ist tatsächlich eine Farbe, die sie mit dem Futter aufnehmen und in die Federn einlagern. Das Futter, das diesen Farbstoff enthält, das sind kleine Krebsarten und das wird dann in die Federn eingelagert. Aber auch bei Flamingos ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Hier und da gibt es Zwistigkeiten und Kabbeleien unter den Vögeln. Das ist das Komische bei den Kolonievögeln, bei den Koloniebrütern. Die können nicht ohne einander, aber wenn sie dann zusammen sind, dann haben sie eigentlich ständig Streit mit dem Nachbarn. Das ist fast wie im richtigen Leben. Ja? Wenn sie zu eng aufeinander sitzen, dann gibt es ständiges, ständige Kabbeleien zwischen den Nachbarn. Aber das ist nie ernst, das ist eine freundliche Unterhaltung. Und wieso stehen Flamingos jetzt nochmal genau auf einem Bein? Fast alle Flamingos stehen in Ruhe auf einem Bein, allerdings nur bei jetzt so etwas kühlerem Wetter. Wenn es dann wärmer ist, dann lassen sie dann doch auch beide Beine, stehen sie auf beiden Beinen. Das ist eine Energiesparmaßnahme. Vögel müssen ja ihre Körpertemperatur halten, genau wie wir. Und die ist bei Vögeln deutlich höher als bei Säugetieren normalerweise. Oft über 40 Grad und deshalb sind die Flamingos ganz ökonomisch. Sie ziehen alles, was kahl ist und was Wärme abstrahlt, ziehen sie möglichst ins Gefieder. Und deshalb das eine Bein hochziehen und den Schnabel, der auch kahl ist und gut durchblutet ist, ja, und deshalb auch Wärme abstrahlt, der wird dann auch noch ins Gefieder gesteckt.